so, halli, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations. Wir befinden uns gerade in diesem lustigen Forum hier. Und damit meine ich kein Forum im Sinne eines Internetboards, eines Diskussionsforums, sondern hier im Forum Igor, keine Ahnung. Und müssen erstmal ein paar Templer verfolgen und wir sind immer noch hier im Menü Pausenbildschirm, weil sobald ich den wunderschönen dreieckigen Startknopf drücke, geht's auch schon los. Ich finde, das können wir eigentlich auch schon direkt machen. So, wir sollen sie verfolgen. Was? Ich darf nicht ins Wasser fallen? Wer hat sich denn das ausgedacht? Moment, wo muss ich denn hin? Da. Außerdem haben sich 3000 Leute ihre Mission endlich fertig gemacht hier. Gerade haben wir gesehen, die Rekruten. It's you go! Zeigt euch! Oh, schön, schön! Ha, als würdet ihr mich kriegen hier! So. Yep, das können wir noch. Das ist okay. Wow. Ezio! Nein! Oh wow, das war knapp. Aber hallo. Oh, ein Scheiß bekommt ihr, ey. Hinterher, Ezio! Hinterher! Ja, das bin ich. Höp, höp und hoch. Oh nein, ah, wo gehst du lang? Da gehst du lang. Wie ist das passiert? Ah, ich hab den Kreis gedrückt. Nein! Oh, okay, das war wieder ein grandioser Coup. Ja, ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll, deswegen sagen wir am besten gar nichts. Mach einfach weiter! Komisch, ich habe eigentlich Kreis gedrückt gerade eben. Egal, wir machen das schon. Wir machen das schon, Ezio. Es war einfach nur, wir müssen gerade einfach nur in die Folge hier reinkommen. Wuhu! Oh, sieht auch schon geil aus, ne? Muss man ja schon sagen. Ist echt hübsch. So. So, jetzt aber. Hoch und. Erst hinter uns. Hua! Hua, Alter! Ich bin eh viel flexibler und schneller als ihr. Wow! Scheiße! Jetzt hier, voraus, voraus, voraus! Oh Gott, ich hoffe, das geht doch gut. Oh Gott, das war schlecht. Ah! Oh. Okay. Blöder Move Nummer 2. Mal gucken, auf wie viel wir hochkommen. Oh Mann. Okay. Okay, dann halt hier rein. Ah, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. So. Zeigt euch. Du siehst mich doch die ganze Zeit, ihr Lackaffen. Ah, hier oben. Ha! Mal gucken, wer hier wen tötet. So, hoch! Das geht doch. Und hü! Ja! Hüp! Hüp! Ihr seht mich doch schon die ganze Zeit. Was willst du eigentlich? Schießpulver, benutzen wir es! Zurücktreten! Ich brauche mehr Platz! Oh! Oh! Oh, das ist schlecht! Wow! Mann, Ezio! Oh, das wird lustig! Was? Ezio, nicht auf der Stelle springen! Los, rennen! Oh mein Gott!
Okay, die machen so einen Move nochmal, ne? Den Irren darf man nie unterschätzen. Wer ist von euch hier irre, ey? Ich bin athletisch. Athletisch, gut aussehend, erfahren. Alles, was ihr nicht seid, sozusagen. Ja. So. Zack. Ja. So, weg mit euch, ey. Weg mit euch. Oh, 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 nein, 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 nein. Oh Gott. Great job, Ezio. Alles sind jedoch gejagt. Ha! Jetzt die letzten Wachen. Zack! Zwei auf einen Schlag. Nein! Oh, wirklich von dem Schlag? Oh, das ist blöd. Puh. Och, Mann. Sonst haben wir nirgendwo Schaden bekommen, ne? Ah, wie blöd. So, ja, hier, verborgene Geheimnisse. Ich suche. So, erstmal plündern wir hier die Schätze, die uns so wunderbar bereitstehen. Ha, oh, das war mal eine coole Gruft. Naja, es ist keine Gruft, aber so ein cooles Ding. Oh, ist ein cooles Ding. Das mache ich doch gerne. So, hier, nehmen wir das mal mit, was es hier gibt. Klebrige Haarsbeute. Schon so ein Ding, was sich anheftet. So, Datura-Puder schon wieder, was wir schon voll haben, 10-mal. Oh ja, sehr gut Geld. Okay, Bingo. Hallo, versteckte Tür. Ha. Da ist er. Der nächste Massiv-Schlüssel. Ah, toll. Und? Hallo? Oh. Wow, damit haben wir schon 3 von 5. Oh, das ist jetzt voll blöd mit dem Prozenten. Ja, sehr schade. Der hat uns auch noch einmal nicht mal, glaube ich, einen ganzen Balken abgezogen. Oder vielleicht nur einen. Ah, naja, also ist es ja immer, ne? Ah, ja, doch war sehr, sehr coole Stage. Hat mir sehr gefallen. Finde ich sehr cool. War zwar nicht besonders schwierig, aber actiongeladen und hübsch gemacht. Doch, doch. Und eigentlich musste man die ganze Zeit einfach nur nach vorne drücken, also nach vorne, dann R1 und X nochmal fürs Springen. Man muss eigentlich die ganze Zeit nur die Knöpfe gedrückt halten und dann kam man schon voran. Ab und zu nochmal Kreis für diesen Hook da, für die Hakenklinge, um sich da drüber zu schleudern und nicht um die Ecke zu schleudern. Aber sonst. Ja, natürlich kommen wir raus an einem Gullideckel. Ja, wer hätte es denn auch anders gedacht? Der gute alte Gullideckel. Da fragt man sich wieder, warum ist man nicht einfach hier von vornherein reingegangen? Aber was soll's. So. Nein, nicht die Templerfeste. Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das ist doch überhaupt nicht mein Begehr. Gerade. So gar nicht eigentlich. Oh, juhu, wir haben Schwefel bekommen, was wir überhaupt nicht mehr haben. Oh Gott, wir rennen noch viel weiter rein. Oh Gott, das will ich doch gar nicht. Und die Rennen müssen hinterher. In 3, 2, 1. Oh, das ist doch unfair. Ich kam direkt an dem blöden Loch hier raus. Dem blöden. Oh, toll. Na, lass mich in Ruhe, in Frieden. Lass mich in Ruhe. Guck mal hier sind Menschen. Genau, den Move wollte ich eigentlich machen, aber vielleicht. Nicht bei dem machen, oder? Moment. Wo ist das Problem? Hui, und weiter geht's. Den Move muss man eigentlich öfter benutzen. Hör, die sind schon weg. Was ist das denn?
Sehr plump. Ja gut, was können wir jetzt so Wunderschönes heute an diesem super warmen und viel zu hitzigen Tag... Hitzigen? Ist das ein Wort? Hitzig? Nein, ne? Viel zu warmen Tag machen. Wir haben hier natürlich Bücher ohne Ende. Hier 30 Trillionen Läden, die man aufmachen könnte. Ja, das möchte ich jetzt aber gerade nicht nicht wirklich riskieren. 3 Trillionen Schätze, die wir finden können. Bücher, 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 Festen. Jetzt weiß leider überhaupt nicht mehr, ups, welche von den beiden Festen die war mit dem kleinen Pisserbengel. Wenn ihr es noch wisst, beziehungsweise wenn ihr es irgendwie, weiß nicht, gerade im Kopf habt, ob das der obere oder der untere Typ ist, dann sagt mir bitte Bescheid. Also der, der nicht wegrennt. Oder rennen beide weg? Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe echt nicht so Bock auf den wegrennenden Typen. Weil die sind blöd. Und total nervig. Und da brauche ich eine Strategie für. Und da kann ich einfach hingehen und gucken. Denn dann ist er weg. Ne? Steht hier das Dilemma? So, aber jedenfalls. Was können wir denn ja nun machen? Wir können... Also an sich habe ich eigentlich fast immer nur 3 Möglichkeiten. Entweder... also Möglichkeit 1, Hauptstory. Welche bei dem großen Ausrufezeichen gefunden werden kann, das wir gerade nicht haben. Kann das sein? Mal gucken, hier unten. Ah, tatsächlich, wir haben gerade nur die Büchermission. Gut, dann müssen wir sogar jetzt gleich die Schlüssel machen. Also gut, aber eigentlich hätten wir folgende Möglichkeit. Entweder die Hauptmission oder diese Sophia-Erinnerungs-Bücher-Massiv-Schlüssel-Mission. Jetzt ist es, jetzt können wir zu Altair gehen, wenn wir den wollen würden. Oder drittens halt irgendwie so Nebensachen machen wie Läden reparieren, Tunneleingänge reparieren, Schätze suchen. Datenfragmente habe ich hier auch gerade noch irgendwo gesehen. Hier. Aber ich glaube, ich finde, das Schicksal lässt einfach nichts anderes zu, als dass wir uns so schnell wie möglich einen Tunneleingang finden sollten. Hier. Um dann hier nach oben zu gehen, um dann mal wieder Altair einen Besuch abzustatten. Meint ihr nicht auch? Zumal, wie gesagt, ich glaube, wir haben gerade nichts Besseres zu tun. Wir könnten zwar theoretisch noch ein bisschen Nebensachen machen, aber... Oh, wisst ihr, ihr habt jetzt nicht 3 Wochen lang auf mich gewartet, nur damit ich jetzt irgendwie Nebenmissionen mache. Das ist doch auch irgendwie blöd. Vor allem für euch. Mir ist ja egal, an sich. Macht so oder so Spaß. Aber ich glaube, zum Zugucken und so und sowas. Euch fehlt die Action, ihr braucht ein bisschen Action, ihr braucht mal ein bisschen so. Mal wieder ein bisschen Altair. Alter, der war aber echt cool. So. Zack. Und rein. Wir müssen irgendwie noch ganz, ganz oben in den Norden. So, das ist aktuell. Das ist da. Glatter ist... Ah, genau. Unterschlupf. Perfekt. Da steht auch unser kleines Bücherlestischchen. Und das kommt dann genau wie gerufen. Es kann übrigens sehr gut sein, dass ich gleich zwangsweise aufhören muss, aufzunehmen, denn... ich erwarte eigentlich noch einen Anruf. Also einen Rückruf. Ja, voll blöd auch so. Ruf ich so an. Ja, hallo. Du meinst, soll ich anrufen? Ja, gleich. Ich bin in einer Besprechung. Ich rufe dich zurück. Ja, toll. Jetzt hätte ich irgendwie nichts zu tun, ne? Ja, na egal. Na egal, na egal. Man kann ja Mensch nicht sauer sein, die man mag, ne? So. Da rein müssen wir. Jo, Leute, was geht? Ah, meine Nase. Willkommen daheim, Mentor. Ja, geht doch, geht doch. Genau die Einstellung wollte ich von euch haben. Oh, wie cool. Wir direkt wieder in die Gammelposition gehen. So, und jetzt wieder? Allzeit bereit. Verehrter Mentor. Und wieder? Plüpp. Und? Gemeinsam Mentor. Zum ja. Sieg, Mentor. Ist hier noch irgendwer, mit dem ich dasselbe Spielchen treiben kann? Da. Es ist mir eine Ehre. Mir auch. Jetzt gehe ich hier weg. Und sie dreht sich auch wieder weg. Ach, schön. Ja, da fühlt man sich doch endlich mal zurecht behandelt wie der Meister. Wie der Lehrmeister. Einfach schön. Nun gut, dann würde ich mal sagen, wir haben nicht mehr so viel Zeit für heute. Aber wir beginnen mal trotzdem Altairs Mission. Und Geschichte. Schauen mal, was er uns zu erzählen hat heute. Leucht, 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 ich bin eine leuchtende CD. Man könnte sagen, das ist die erste gebrannte CD gewesen. Oder DVD. Ist ja ein Film eigentlich. Es ist eine DVD.
Oh, das sieht ja voll gruselig aus. Diesen Säulen und sowas hier, erste Zivilisation und sowas. Naja. Schalalala, wann geht's weiter? Wann geht es weiter? Ja, schon einen coolen Gang drauf, muss man sagen. Ach ja, ich langweile mich ein bisschen. So, komm, los geht's, PlayStation. Alter, ihr wartet. Und zwar sehr ungerne. Go! Go, Power Rangers! Oder auch nicht? Ja. Oh. Die Templer haben ihr Archiv auf Zypern zurückerobert. Abbas schickte keine Verstärkung. Es war ein Massaker. Oh mein Gott. Maria, als wir Masyaf vor 10 Jahren verließen, war der Orden stark. Aber all unser Fortschritt ist zunichte. Abbas muss sich verantworten. Wem gegenüber? Die Assassinen unterstehen jetzt ihm. Widerstehe deinen Rachegelüsten, Altair. Sprich offen, dann erkennen sie ihren Fehler. Er ließ unseren jüngsten Sohn hinrichten. Er verdient den Tod. Vielleicht. Doch wenn du den Orden nicht ehrenhaft zurückgewinnen kannst, zerstörst du das Fundament. Du hast recht. Vor 30 Jahren ließ ich mich von der Leidenschaft hinreißen und verursachte einen Bruch, der nie verheilt ist. Ist er schon. Sehr viel Zeit vergangen. Aber es ist Master of Disaster und wir sehen nur schwarz. Ah. Sprich vernünftig. Und vernünftige Männer hören auf dich. Einige schon. Aber nicht Abbas. Ich hätte ihn vor Jahren ausstoßen sollen, als er den Apfel stehlen wollte. Doch du hast dir den Respekt der anderen Assassinen verdient, weil du ihn leben ließest. Woher weißt du das? Du warst nicht dabei? Mein Mann ist ein rechter Geschichtenerzähler. Sieh dich doch nur um. Masyaf ist nur mehr ein Schatten seiner selbst. Wir waren wirklich sehr lange nicht hier. Doch aus gutem Grund. Die Mongolen forderten uns heraus, dem haben wir uns gestellt. Wer hier kann dasselbe von sich behaupten? Wo ist unser ältester Sohn? Weiß darin, dass sein Bruder tot ist? Ich schickte eine Nachricht vor 4 Tagen. Mit Glück hat sie ihn bereits erreicht. Abbas, fast tut er mir leid. Er trägt seinen Groll wie einen Schutzmantel. Seine Wunden sind tief. Es wird ihm helfen, die Wahrheit zu erfahren. Hier, in diesen Straßen, spüre ich nur Angst in den Menschen. Keine Liebe. Abbas hat inzwischen diesen Ort zerstört und ihm dadurch jede Freude geraubt. Vielleicht gehen wir ins Verderben, Maria. Mag sein. Doch gehen wir gemeinsam. Oh ja, sieht echt nicht so hübsch aus, muss man ja schon sagen. Irgendwie, die machen auch alle hier nichts. Die sitzen da irgendwie in ihren Ecken. Oh, der hier, was ist mit dem hier los? Okay. Gut, auf jeden Fall, da liegt da einer am Boden irgendwie. Alle lungern, keiner... Weder ein Hallo, noch ein Tschüss, kein Respekt, kein nichts. Ist okay, ich dachte, vielleicht sagen die was. Naja gut, wir machen, denke ich mal, für heute erstmal Schluss. Boah, dieses Massiv, das wirkt voll auf mich ein. Das sieht zwar super hübsch aus alles, ne? Aber es ist irgendwie echt ein bisschen trist, weil einfach nichts gerade los ist hier. Naja, also wie gesagt, wir machen erstmal für heute Schluss und man sieht sich dann in der nächsten Folge von Assassin's Creed Revelations wieder, wo es dann heißt, was zum Henker ist Massiv passiert. Wir reden dann mal mit Abbas, der ja scheinbar Anführer der Assassinen geworden ist und ganz schön viel Mist baut, wie es scheint. Aber... ja, wir fragen ihn einfach mal nächste Folge, was er sich überhaupt dabei gedacht hat. Und hoffen, dass Altair da nicht zu viel Schlechtes von abkriegt. Und Altair auch mit seinen Söhnen und alles. Naja, gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und bis dahin. Tschüssi!